Akupunktur. Wenn man reinkommt, sieht man das Bett. Dann haben wir hier drüben noch eine kleine Garderobe. Und das hier, dieses Basic-Aussehende, ist das Bad. Und man kommt hier rein und da drin ist dann eine große Dusche und eine Toilette und ein Waschbecken. Wir sind jetzt im Club von dem Hotel und da ist dann morgens auch immer das Frühstück und das sieht echt richtig cool aus hier. Man kann sich hier so aufhalten und chillen. Hallo, hallo! Wir sind jetzt aus dem Hotel raus und machen unsere erste Erkundungstour in Straßburg. Und zwar wollten wir ursprünglich los, um was zu Abend zu essen, aber wir haben eben im Hotel gesehen, dass es dort auch ein Abendsnack, Aperitivo nennen die das, gibt. Und da haben wir ja schon ein bisschen was gegessen, was unseren ersten großen Hunger schon mal gestillt hat. Aber wir haben uns jetzt Bahntickets gekauft und fahren jetzt in die Innenstadt, laufen da ein bisschen rum, schauen uns alles an. Und dann, wenn wir später wieder Hunger haben, dann gehen wir vielleicht noch da essen, wo wir es vorhatten. Das werdet ihr dann aber alles sehen. Aber auf jeden Fall hat es jetzt aufgehört zu regnen und das Wetter schön und die Sonne ist gerade untergegangen. Und jetzt machen wir das Beste aus dem Abend. Wir sind in der Innenstadt angekommen. Dieses Stadtviertel, in dem wir gerade rumlaufen, heißt Petit France. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir noch auf Französisch können. Naja gut, ganz so schlimm ist es nicht. Aber hier ist es sehr, sehr süß und sehr romantisch bei den Kanälen und so. Aber wir mussten das Navi nehmen, weil anders konnten wir uns nicht ganz orientieren. Ich glaube, wir sind gleich da. Das müsste es sein. Ui, das sieht aber schön aus. Wir sind jetzt fertig essen und wie fandest du es? Ja, wir sind satt geworden. Also zur Erklärung, weil wir das vorher ja gar nicht gesagt haben, wir waren afrikanisch-äthiopisch essen. Da hat man so herzhafte Crepes und die sind auf einer Platte und da sind verschiedene Kleinigkeiten drauf. Wir hatten eine vegane Platte offensichtlich. Da isst man dann ohne Besteck, nur mit den Fingern. Und der Jonas, der hat das zum ersten Mal gegessen. Ich habe das ja in Berlin schon mal zusammen mit meinem Vater gegessen. Das habe ich sogar auch gevloggt. Und in Frankfurt habe ich es auch schon gegessen. Also ich fand es gut. Aber die anderen Male, wo ich das gegessen habe, war es sogar noch besser. Und jetzt werden wir nach einer Bahn suchen, die uns wieder zurück ins Hotel bringt. Warum lachst du? Wegen des Tonfalls. Da fahren wir jetzt hin. Wir sind wieder zurück im Zimmer und haben gefrühstückt. Das Frühstück und generell das Buffet und sowas ist hier eigentlich voll cool, auch sehr hochwertig gemacht und die geben sich voll viel Mühe. Wir haben jetzt nicht so viele vegane Optionen, also ich habe einfach Brot gegessen und Marmelade, dann Saft und Obst und Kaffee, das war es eigentlich. Aber, oh, Sojamilch hatten sie auch, das war ganz cool. Ansonsten gab es jetzt nicht so viel, aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil im Notfall ist das auch in Ordnung. Jetzt sitzen wir hier gerade im Zimmer und versuchen irgendwie herauszufinden, was wir jetzt als nächstes machen wollen, was man in Straßburg unbedingt sehen muss. Vielleicht frage ich einfach mal auf Instagram. Aber jetzt gerade liegt der Jonas da im Bett und möchte seit langem mal wieder einen Instagram-Post raushauen und versucht sich gerade eine coole Caption zu überlegen und ist bis jetzt noch nicht fündig geworden. Aber ja, wenn ihr gucken wollt, was es geworden ist, verlinke ich Jonas Instagram auch mal in der Infobox, dann könnt ihr ihm auch mal ein bisschen Liebe da lassen. Wartet mal, wer es in die Innenstadt geschafft hat. Wir! Und der Jonas hat tatsächlich sein Bild posten können mit einem anderen Text als der, den ich euch vorhin gezeigt habe. Ist was Besseres geworden. Und jetzt schauen wir mal, was wir so entdecken können. Und ich habe auch auf Instagram meine Community gefragt, was für Empfehlungen sie uns geben können. Und da warte ich dann mal, was für Sachen reinkommen. Und dann machen wir das heute vielleicht noch. Aber jetzt sind wir erstmal auf der Suche nach einem Eis, weil es ist schön warm. Wir haben, glaube ich, 24, 25 Grad und da ist Eis der perfekte Snack.
sind jetzt fertig essen. Ich habe diesen Foodspot, bei dem wir gerade gegessen haben, auf Happy Cow wieder gefunden. Uns hat sehr gut geschmeckt. Es waren so 3 Pizzastücke, 3 vegane und ein Getränk. Und jetzt sind wir satt und laufen jetzt ein bisschen weiter. Wir sind jetzt schon wieder fast beim Hotel und laufen hier gerade so am Wasser entlang. Und dann haben wir so vom anderen Ufer aus was gesehen, was erst aussah wie Marder oder so, dann wie Ratten. Und jetzt sind wir nah dran und können die uns anschauen. Und ich habe sowas einfach noch nie gesehen. Das ist eine Mischung aus einer Ente, einer Ratte und einem Schwein. Seht ihr die? Die sind riesengroß. Jonas ist jetzt irgendwo nach da hinten gegangen und hat wahrscheinlich schon eine gefunden. Ich hoffe, er fasst sie nicht an. Aber das ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ich habe sowas noch nie gesehen. Oh, wie süß. Oh, oh, jetzt sieht man es gut. Das hat, die haben eine Schnauze wie ein Schwein, sehen sonst aus wie eine Ratte und haben Füße wie eine Ente. Und da drüben ist eine Mami mit ihrem Kind. Oh, und da hinten kommt auch noch eins gelaufen. Die haben wahrscheinlich alle möglichen Infektionen, die man haben kann. Wie das da einfach hier im Wasser schwimmt und irgendwie dabei ist. Oh mein Gott, geht sie rein? Was macht die da? Sie steckt zur Hälfte drin. Oh, wow. Weg ist sie. What? Oh, ich glaube, sie kommt wieder zurück. Man sieht Wellen. Da ist der Schwanz. Und er ist... Die packt jetzt rückwärts wieder aus. Oha, wie gruselig, wenn man nicht weiß, was das ist, oder? Oh, das Baby geht auch noch rein. Als ob das da auch noch reinpasst. Tschüss. Jetzt ist nur noch hier der kleine Friend am Schwimmen und Essen gleichzeitig. Wahrscheinlich ist es so eine richtig schlimme Plage für Straßburg und wir sitzen hier und finden die süß. Nee, hä? Da war noch eins drin. Das habe ich gar nicht mitgezählt. Wie lange ist das schon drin gewesen? Okay, Jonas hat gerade nachgeschaut im Handy und es ist apparently eine Biberratte. Die Mutter ist immer noch da drin, schon seit 5 Minuten. Guck mal, wie geil. Was ein Lifestyle. Die schwimmen da einfach rum. Oh, die Mutter kommt wieder. Die ist so groß einfach. Oh, wow, 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 wow. Jonas hat sie jetzt irgendwie hierher gelockt und die sind sehr nackt. Jonas, nicht anfassen. Nicht die Schuhe, nicht die Schuhe. Lass es nicht berühren. Ohne Mist. Jonas! Oh mein Gott! Da rutscht sie wieder runter. Oh, ich habe echt Angst um dich gekriegt gerade. Uiuiui. Mittlerweile sind wir übrigens nicht mehr die einzigen, die hier sitzen. Da ist noch ein anderes Pärchen, das die kleinen Ratten jetzt anschaut. Weil ich habe vorhin zu Jonas gesagt, es gibt eine Sache, die wir beide richtig gerne machen. Und das ist einfach ewig lang Tiere anschauen. Wir sitzen hier jetzt wirklich seit einer halben Stunde. Aber wie kann man da aufhören wegzuschauen? Sagt's mir. Wir sind gerade dabei, das Gewinnspiel auszulosen mit dem Passepartout-Kopftuch, das ich auf Instagram hochgeladen habe. Hier ist das. Vielleicht habt ihr das ja gesehen. Und der Jonas ist ja so der Mathematiker unter uns beiden und deswegen hat er jetzt hier irgendwas gemacht und das wird er mir jetzt erklären. Und hier gibt es jetzt auch schon wieder den Nachmittagslunch. Da habe ich mir jetzt einen Salat zusammengestellt mit einem frischen Brot, das ist sogar noch ein bisschen warm, weil es frisch gebacken ist. Dann erklär mal. Ist komplett dem Zufall überlassen. Es sind jetzt wieder ein paar Stunden vergangen. Der Jonas war ja sportlich und war joggen. Ich war produktiv und habe Video geschnitten. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Abendessen und wir haben uns in der Happy Cow App wieder etwas rausgesucht und zwar einen veganen Burger Place. Und wir sind jetzt in 3 Minuten da und wie es aussieht, das seht ihr jetzt. Und hier rechts ist es schon, es ging ziemlich schnell. Und da ist sogar draußen noch ein Platz frei. Und wir haben jetzt zweimal das Menü bestellt und zu dem Menü gehört der Burger, eine Pommes oder ein Salat und ein Getränk. Und dafür haben wir jetzt 27 Euro bezahlt und jetzt warten wir, bis dieses Ding hier vibriert und dann können wir das Essen holen. Cheers! Also das sind Pommes mit veganer Mayonnaise. Da haben wir einen Salat mit Dressing und hier sind die Burger drin. Oh mein Gott, wie süß sind die denn eingepackt? Welcher ist denn welcher? Habe ich den richtigen? Oh ja, Queen Cheese. Was ist das? Hier, bei mir ist ein Stempel drauf.
Da steht Burger du Moment. Bon Appetit, mon chéri. Jetzt sind wir nach dem Essen wieder bei dem Münster und da ist jeden Abend ein Lichterspektakel und da ist der Eingang und da stehen ziemlich viele Menschen an und ich glaube, wir kommen gar nicht mehr rein. Hier sind ganz, ganz viele Menschen, die hier stehen und warten, dass sie rein können. Und hier ist jetzt der Platz, wo man sich das alles anschauen kann. Und jetzt suchen wir uns mal einen schönen Ort, wo wir uns das anschauen können. Leute, wir haben uns eben gerade diese Lichtershow angeschaut und von meiner Seite aus ist das eine klare Empfehlung. Es war so schön. Ich weiß nicht, ich finde sowas immer ergreifend, wenn man in öffentlichen Areas laute Musik hört, die dann so unter die Haut geht. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann noch mit diesen Lichtern und so. Es war echt richtig, richtig schön. Also das läuft so, dass diese Vorstellung 15 Minuten dauert an dem Münster und es gibt noch eine andere Area, aber ich weiß nicht, wie die heißt, wo es das gibt. Und das ist kostenlos. Man muss halt nur anstehen und wir haben einmal die Show geschaut, so von der Seite, wo man nicht wirklich was erkannt hat und haben halt quasi dadurch gewartet, bis dann die Show einmal vorbei war und dann sind wir mit reingekommen. Haben es auf den Boden gesetzt und haben es angeschaut und es war sehr, sehr schön. Also es ist eine gute, kostenlose Sache, die man in Straßburg machen kann, die sehr, sehr schön ist. Und ich hoffe, es ist ein bisschen auf diesen Clips rübergekommen, aber ich habe absichtlich nicht viel gefilmt, weil ich es ja selber auch genießen wollte. Und jetzt ist es kurz vor Mitternacht, glaube ich. Und Jonas macht so. Und wir laufen jetzt zurück zum Hotel, weil das dauert auch nochmal so 20 Minuten ungefähr. Und dann gehen wir auch schon schlafen. Unsere zwei Tage in Straßburg sind jetzt vorbei. Wir werden jetzt gleich auschecken und fahren dann schon wieder nach Hause. Das war ein relativ kurzer Urlaub. Also wir sind ja einfach nur an drei verschiedenen Orten gewesen, um mal rauszukommen und ein bisschen was Neues zu erleben. Aber jetzt haben wir ziemliches Heimweh nach Tiffy. Die war ja nicht dabei und wir gucken ungefähr jedem einzelnen Hund hinterher, den wir sehen und vermissen sie schon echt doll. Deswegen freuen wir uns mega, wenn wir sie dann heute Abend wiedersehen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, dass ihr ein bisschen was daraus mitnehmen konntet. Vielleicht wollt ihr die ein oder andere Stadt oder den ein oder anderen Spot ja auch mal besuchen. Und dann wisst ihr jetzt schon, wie es aussieht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Jonas, willst du auch Tschüss sagen? Ja, Tschüss. Okay, Tschüss.